Call sign. Adrian ist da. Polybolingo. Also bei dem Namen, ne? Weiß ich auch nicht. Okay. Polybolingoli. Nee. Was für eine Brücke? FC? Ah, wir haben keine zweiten. Spielen, also zum einen sowieso nur Top-Teams und dann auch logischerweise ohne zweite. Elfer hast du gesagt, ne? Nee. Leider nein. And we want it now. Mounier. Thomas Mounier. Als bitte was? Als was? Als hängende Spitze? Was? Okay. Champions League. Uff. Dritter Topf. Aus Topf 1 will ich keinen. Aus Topf 2 maybe Benfica, maybe Zenit, maybe Valencia, maybe Porto, irgendwie sowas. Und Topf 4 nicht Celtic, nicht Basel am besten, nicht Red Bull, irgendwie sowas. Entschuldigung, der Herr? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ach komm. Chelsea, Dortmund. Arsenal ist aus Topf 1 am angenehmsten? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also, das ist am besten Arsenal, Benfica oder so. Und dann gehen wir in die Gruppe rein. Arsenal, Valencia. Ah, würde ich auch noch nehmen. Oh, Menschen sind. Oh, aua, aua. Oh Gott, den Celtic noch oder so? Eieiei. Ei, ei. Aua. Manchester United AC Mailand. Das ist schwierig. Schwierig, Digi. Oha, Zenit und Donetsk. Juventus hat es gut erwischt, glaube ich. So, komm, Celtic. Celtic, Basel, Salzburg. Irgendwie sowas. Safe. Danke. Yes. Volle Ladung. Ha, weiß ich nicht mal, ob wir an Salzburg vorbeikommen. Seid ihr besitzt.
Hausen, eine wunderschöne gute Nacht. Ich glaube, wir haben Sterling, oder? I guess. Scheint so. Aber ja, ich wünsche. Oh, Diego Costa. Oha. Erstmal Diego Costa angedreht. Sehr schön. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Danke fürs. Aua! Vorbeigucken, danke fürs Abhängen. Und viel Spaß morgen. Gamero, genau. Wir gönnen uns jetzt Diego Costa und Gamero. Schlafen Sie gut. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht mal bei Martin Mailand. Alvarez. Diego Costa ist wahrscheinlich schwierig, oder? Nee, ist er nicht mal. Ist nicht mal schwierig. Gamero? Ist einfach gar nichts. Jonathan Dos Santos zu Saint-Étienne. Hm? Jakub Blazikowski zu Inter. Eric Abidal zu Malaga. Von aus der B. Die haben den in die B geschoben. Julio Baptista zu Basel. Uiuiui. Jolien Lescott zu Newcastle. Draxler, der viertwertvollste Spieler der Bundesliga. Sterling jetzt auch wirklich? Ich glaube, Sterling ist nicht. Das ist wieder buggy gewesen, oder? Nee, ist auch nicht. Das hatte ich nämlich schon mal bei so einem 22er. Okay, das ist bodenlos. Das ist bodenlos, Leute. Das ist bodenlos. Gut, dann, ich meine, theoretisch ist das die Position, wo wir es nicht zwingend gebraucht hätten, weil wir Adrian haben, ne? Dann wird's Adrian vorerst. Das ist echt assi. Das ist assi. Das hatte ich schon mal bei beim Bayreuth Safe. Da hatte ich das schon mal mit irgendwem. Ich weiß nicht mehr mit wem. Na gut, dann sollen die erstmal die Beobachtungsliste noch durchscouten. Da, die Jugend können wir machen. Ich habe schon die ganze Zeit nicht mehr drauf geachtet, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, seit wann die Refills sind. Durch das ganze Transfer hin und her habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet. Hoch. Nein. So, Augsburg ist next. Aber ich glaube, dann werden wir es trotzdem da mal belassen. Wir haben jetzt trotzdem, was haben wir? Ja, haben 2 Stunden oder so gemacht. Haben nicht viel geschafft tatsächlich. Also für meine Verhältnisse, das ist eine halbe Saison. So, sonst bin ich da jetzt, weiß nicht, irgendwo im November. Aber gut, das war halt zu erwarten, ne, in diesem Nostalgieprojekt, nenne ich es jetzt mal. Da war das ja sehr stark zu vermuten, dass das irgendwie in die Richtung gehen wird, dass wir vor Spielern und so uns nicht mehr retten können, vor alten Gesichtern, sag ich mal. Aber so ist das, ne? Ja, wir speichern nochmal. Sicher, sicher. Wir können heute nicht oft genug speichern. Wir gehen aufs Spiel laden. Ich baller die Aufnahme rein und dann geht's los. Wir haben jetzt auf YouTube haben wir jetzt as of streaming this. Noch nicht mit dem Upload von FM angefangen. By the way, morgen geht's mit Schlacht auf YouTube los. Morgen geht's mit Schlacht auf YouTube los. Das nur so am Rande. Wir haben jetzt den 1. September, damit ist das Transferfenster zu. Wie gesagt, wir haben jetzt nur Adrian rechts außen und Modus. Also das geht genau auf. Aber ganz zufrieden bin ich deshalb trotzdem nicht. Jetzt wäre die einzige Möglichkeit zu sagen, gibt es noch einen vereinslosen rechts außen. Als Backup, der sinnvoll wäre. Nee, gibt's halt wirklich einfach nicht. Ähm,
Dementsprechend lässt sich da auch nichts mehr machen, weil alles, was nicht vereinslos ist, würden wir erst zum ersten bekommen. Wir haben natürlich eine zweite Mannschaft. Da ist der beste Recht aus dem 56, Manuel Torres. Auch noch in der Jugend. Wir haben zwar ein LM dabei. Warte mal, wir machen hier mal definitiv immer die erste Mannschaft. Dass die auch auf dem Position spielen. Wir haben hier Keller, aber der hat auch noch 48, ne? Hier genauso. Erste Mannschaft. Klingenburg scheint hier der Beste zu sein, aber auch da. Ich meine, muss ich ein bisschen lauter. Erste Mannschaft. Bam. So. Da ist Avi da. Der ist doch sogar da. Krass. Avi, die. Avi, Judge. Den gibt's sogar. Habe ich gar nicht gesehen. Siehst du mal. Und sonst irgendwie, den man kennt? Und nicht ich zumindest. Ditgen anscheinend. Der geht aber zu Nürnberg 2 leider. Aber ist wie es ist, ne? So, die Scouts. Ja, die sollen jetzt das Blickfeld mal noch fertig machen. Ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt nichts, was dringend ist. Ein RA, wie gesagt, wäre halt schön. Können wir natürlich trotzdem gucken, ob wir es schaffen, die zum Winter zu verpflichten, ne? Lamella nicht. Wo ist denn Sterling? Theo wäre eine Möglichkeit. Iturbe. Das ist nicht viel besser. Es hat nur ein 7er in Anführungszeichen, ne? Wir lassen mal das Blick. Ich meine, die sind jetzt sowieso noch. Jetzt sind wir mitten in der Saison. Da haben wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr Zeit, uns darum zu kümmern, um diese Fruchtfliegen. um den Rechtsaußen, der dann im Winter kommt. Für links kommt Michel Bastos. Und dann schaffen wir vielleicht noch einen guten Rechtsaußentransfer. Das ist zumindest die Hoffnung. Bonse. Ist denn Bonse? Ja. Okay. Schade. Hätte, glaube ich, das erste Adrian-Tor werden können. Aber leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Das andere ist natürlich, wir müssen auch mal gucken, wie sich Adrian entwickelt. Es gibt, glaube ich, auch das Potenzial einfach, dass Adrian wirklich dann bis zum Winter irgendwie 72 hat oder so. Und dann ist die Frage, ob wir wirklich einen brauchen. Morata mit dem Tor. Rafinha mit der Vorlage. Ganz vergessen, den Zaubertrank aufzumachen. Oh, schade. Guck mal, Leute, da geht noch was. Wir haben 40 plus. Come on. Do it. Yes. Come on. 2-1. Adrian. Da ist er doch, der Kleine. Drittes hätten wir noch nachlegen können, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Aristide Bonse. Sagt mir der was? Sagt mir der. Doch, klar. Ja, auch verletzungsfähig. Unschwierig. Untrainiert, ungern. Ah ja, und Einzelspieler. Also, Entschuldigung. Den kannst du ja sofort verkaufen. Mora weg natürlich auch noch. War bei Schalke. Ist bei Schalke. War vorher bei Schalke. Beim Zehner hätten wir den vielleicht gehabt bei Schalke. Carlsen Bracker natürlich. Mr. Jan Ingwer. Marcel de Jong. Okay, ich. Irgendwie, weiß ich nicht. Hatte ich irgendwie im Kopf. Oder klar war natürlich. Ich wusste gar nicht, dass er Ragnar heißt. Damn. Direkt mal hier Pluspunkte gesammelt. Und Sio. Der hätte auch eher defensiv gedacht, dass er war. Aber anscheinend nicht. Alles klar. Wir gehen auf die 5. 4 Punkte aus 2 Spielen. Das ist okay. Leverkusen ist auf der 1 mit 6 Punkten. Genauso wie Bayern, Hamburg und Hoffe. Leverkusen mit 5 Buden. 4. Digga. Digga, was? Muss das sein? Weiß ich nicht, Diggi. Scheiße, Alter. Aber 7 Buden gemacht und 2. Nee. Nee. Digga, das muss nicht sein. Mach doch kein Auge. So, warte mal. Blaschikowski noch zu Inter. Sarko. Oh, Mamadou Sarko, der war auch ein gutes Talent immer damals, ne? Zu AC Mailand. Lasker zu Newcastle. Sterling ist nicht zu uns. Hä? Sogar hier steht er als Transfer zu uns, ne? Ist er aber halt einfach nicht. Oder kommt der noch? Kommt der jetzt erst im Winter? Ich weiß es nicht. Müssen gleich mal gucken, ich suche den gleich mal, ne? Und versuch den einfach zu kaufen und guck, was passiert. Adrian kam zu uns, Eric Abidal zu Malaga. Juan Baptiste. Ich glaube, das sind aber echte Transfers, oder nicht? Gefühlt sind
90% davon wirklich passiert. Also, weiß ich jetzt nicht. Einfach Legendenstatus für RVP. Da ist der Hulkster. Drei Spieler, da war natürlich auch Witzel dann dabei. Ne? Das war wahrscheinlich dieser Witzel. Hulk einkaufte für, weiß ich nicht, 80 Mio. Oder was sie gezahlt haben für die beiden. 95 sogar. Irgendwie noch ablösefrei geholt, der dann mit 13, weil sie drei Neuzugänge hier stehen haben. Beim Javi Martinez in der Saison geholt. Ui, das haben die angekauft jetzt. Mandzukic, Martinez, Dante, Shaqiri und Schürrle. Und Pizarro und Tom Stark. Damn. Gutes Transferfenster, das für Bayern gewesen. Not bad, not bad. Jetzt mit dem Ding, also jetzt mit dem Hellen ist das wieder ultra hell, ne? Das ist halt wirklich bildschirmabhängig. Tranquilo Barnetta mit einem Golasso für die Nationalmannschaft. Sehr schön. So, die Scouts machen jetzt natürlich ganze Arbeit. Wir können immer mit den Spielern reden, tatsächlich. Das war schon Sonntag. Aber, Digga. Wir haben ja gesehen, dass wir hier nur, das scheint wirklich eine Änderung des FM-Zug-Updates zu sein, dass man da 10 Mal mit den Spielern reden kann. Können wir nämlich nicht. Wir haben nur 6. Hier, Affelei, das wissen wir. Frustrations, Platzikas und Escudero. Gut, Escudero, ganz ehrlich, notfalls gehst du halt. Also sind es beide keine Leute, die irgendwie hoch bei mir auf irgendeiner Liste oder so stehen. Von daher alles easy. Irgendein Scout hat nichts zu tun. Können wir mal kurz ins Blickfeld gucken, was ist hier. Aber weil die Mannschaft zu jung ist. Sterling wollten wir sowieso gucken. Was ist mit Raheem the Dream Sterling? Nix. Waffengebot? Verstehe ich nicht. Gut, wir nehmen trotzdem mal ins Blickfeld, einfach nur, dass wir ihn mehr drin haben. Ansonsten gerne mal Gnabry scouten. Januzaj haben wir da schon. Sehr schön, dann haben wir Januzaj und Gnabry. Das sind die zwei, die jetzt vielleicht noch interessant werden für die Frage nach dem Rechtsaußen. Ich meine, selbst wenn Adrian sich gut entwickelt, 2 wäre auch nicht verkehrt, wenn wir dann wirklich 2 gute haben. Eine neue Anwärterin, die Katrin, jawohl. Den kann man rausspielen, wichtig. Aha, 2, ja, Intelligenz, Geduld, okay, ja, nee, komm. Wann letztendlich, warum mache ich das überhaupt, ne? Mal so Real Talk, warum machen wir das? Weiß ich nicht. Weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Ja, ich besorge mir mit den Spielern reden, natürlich. Tun wir doch. Oh, das ist nur ein bisschen nervig manchmal. Adrian haben wir. Alar haben wir. Unterstahl, Hildebrand, Höger. Sag mal, hat irgendwie auch was Positives. Panetta hat gut trainiert. Stetter gut trainiert. Sehr schön. Opi, Woll, Affelei. Nein. Kyriakos. Draxler, nee. Höhe des Mannschaftsführung ist klasse. Kolasinac, nee, machen wir lieber unten. Genau. Haust du mal rein, ne? Haust du rein, Digi. Und so, 2 Tage noch bis Greuther führt. So, der will Holtby spielen. Nee, bin ich gegen. Ich spiele Draxler. Wir können auch hier mal das hierbei. Ja. Auf jeden Fall jung, frische und Fitness können wir darauf achten. Ja, definitiv. Spiele ist eigentlich egal. Moral. Form ist nicht unwie Eingespieltheit. Spielerstärke ja auch. Und auch Talent sehr hoch. Bam. Gut. So. Und noch mal fix hier rein, bevor wir dann gegen Greuther Fürth reingehen. Ja, doch, es sind noch ein paar, die wir wirklich noch scouten müssen. Aber ich will trotzdem mal gucken, wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn wir jetzt ein bisschen Luft haben, sage ich mal, ob wir noch wen finden, den wir dann noch mit ins Scouting nehmen können.
Machen maximal 25. Das ist halt realistisch. Oder lass mal 27 machen, warum nicht? Gucken wir einfach mal. So. Aber vielleicht mal ein Achter primär. So, Reus wäre... Puh. Das wäre eine Hausnummer. Shaqiri. Eine Möglichkeit. Hat natürlich den Vorteil, dass er Deutsch kann. Arnautovic theoretisch auch, aber der ist schwierig, ne? Shaqiri hat zwar Temperament, ist aber sonst gut von den Werten her. Reus ist nicht verletzungsanfällig, das ist halt irgendwo für ein Gerücht. Aber es ist halt von Dortmund, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt sinnig ist, einen Reus zu holen. Einen Oxlade-Chamberlain. Ist ja auch gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir auch mal mit rein. So, dann gucken wir vielleicht doch das mal die 7er, aber vielleicht mal, weiß nicht, 72 oder so ein bisschen höher ansetzen. Wenn schon ein 7er werden soll, dann aber wir gucken jetzt wirklich nur 7er. Callejon. Aber dann vielleicht noch Junge, die sie vielleicht noch entwickeln können und vielleicht sogar noch den 8er zubekommen oder sowas. Okay, ist schon wieder ganz andere Hausnummer. Nur Victor Moses und Kevin Volland mit 22. Eduardo Salvia, okay, ist jetzt nicht wirklich viel, was da dazukommt. Na gut, dann Sonny Scouts erstmal weitermachen. Die gucken alle noch, sehr schön. Hier nochmal Golf spielen. Wir checken mal unsere Mails, das ist alles nice. Wir können mal gucken, haben wir vielleicht einen Slot für einen Scout? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, gut. Ist irgendwas im Bau? Haben wir Gebäude im Bau hier irgendwo? Finanzgebäude? Nee, haben wir nicht. Okay. Infrastruktur? Vereinszentrum ist im Bau. Okay. Irgendwas irgendwo reinballern? Brauchen wir irgendwas nicht? Finanzen braucht kein Mensch. Gebäude im Bau. Bam. So, Abfahrt. Digi, nee. Technik. So, ab gegen Greuther-Fürth. Greuther-Fürth, gute Saison. Es sind Zehnter, ist jetzt nicht krass, aber natürlich für Fürth als, ich glaube, Aufsteiger. Eigentlich ganz solide. Ich vermute, dass er ja, mit 10 Punkten vielleicht 2 Punkte. Entweder 2 oder 3 Punkte. Also entweder 2 Unentschieden oder Sieg in Niederlage. Morata macht Bude Nummer 3 im dritten Spiel. Absolutes Vieh. So, 2-0 haben wir. Wir machen die Spielgespräche wie üblich. Wollen wir einen Wechsel machen? Rafinha raus? Nee. Wir packen Draxler rein, der aus irgendeinem Grund hier nicht gespielt hat. Und ich vergesse, wieder reinzuballern. Anscheinend überholt B, als ich die automatisch gemacht habe. Jetzt, gut, Christian Fuchs mit der Gladroten. Kann Banette nicht auch links? Ja, 65. Ushida? Ja, Ushida ist besser. Dann nehmen wir Rafinha raus, weil der sowieso eine gelbe hat. Und ziehen Draxler zurück. Und hoffen, dass wir das so über die Zeit bringen. Vielleicht kassiert der Fürth auch noch eine Gelbrote, weil die haben auch schon 2 gelbe Karten kassiert. Nee, machen ein Tor. Nicht Asamoah. Hauptsache nicht Asamoah. Fürstner. No. Haben die jetzt einen Elfmeter auch noch kassiert, Digga? Alter. Sarada. Das kannst du dir nicht ausdenken. Vor allem Elfmeter halt, ne?
Bodenlos. Zwei wegen einer fucking roten Karte, Christian Fuchs. Bodenlos. Ich will gar nicht wissen, wo wir jetzt stehen. Boah, wenn ich die Gesichter schon wieder sehe, ja, zwei Spieler akzeptieren wird. Also das geht safe nach hinten los, wenn wir da jetzt sagen, nö, mag ich nicht. Geht safe nach hinten los. Ah, verlängert auf fünf Wochen oder so. Red Bull Salzburg mit 750, gar nicht so bad. Fuchs kann da spielen. Das ist gut. Höwe, das war ausgefallen, ist aber schon wieder fit. Das ist auch sehr schön. Wir machen hier trotzdem die Gespräche, auch wenn wir nicht müssten. Danach kommt Bayern, da kriegen wir sowieso eine Klatsche. Sagen wir mal ehrlich. Bayern wird sowieso nicht lustig. Okay, ich glaube, wir warten noch. Wir können hier was gut trainiert. Gucken, ob wir da ein paar zusammenbekommen. I guess. Nikolasin, ich wollte schon sagen, Escudero, hat mich aber auch gewundert. Alar soll körperlich stärker werden, so, dass wir auch was gesagt haben, ne? Und Adrian auch, weil das wahrscheinlich absolutes Federgewicht. Gleichgewicht. Ich weiß schon, was ich meine. So, Drax wieder rein. Definitiv. Drax wird immer Prior über Holtby haben. Das ist ganz klar. Irgendein Scout hat nichts zu tun. Dann können wir manuell noch einen rauspicken, der jetzt vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen wichtiger ist. Ox beobachtet irgendwer. Janosai wird beobachtet. Also nehmen wir. Ist eigentlich egal jetzt. Mal ein paar Bosa. Genau, Ox und Janus haben die beiden. Guti. Dann etwa echt Jakiri wäre der stärkste, ne? Ganz klar. 18 Mio. Würden wir aber auch kriegen für gut Geld, ne? Für 13 Mio Jakiri ist not bad, ganz ehrlich. Lamella hat wahrscheinlich immer noch die 34 oder so. 39 sogar. Okay, ich glaube, Lamella ist halt einfach raus. Sterling möchte nicht, oder? Nee. Oxlade, müssen wir mal gucken, was der genau hat dann. Iturbe hat 68, da werden wir halt immer schlechter. Ne? Gnabry 63 nur. Also definitiv nicht für die erste, der wäre, was, keine Ahnung, für die zweite oder sowas. Shaqiri wäre definitiv der beste Shout, aber der kostet halt auch nichts, ne? Also ich mache jetzt einfach mal ein Angebot, weil irgendwie ist der mir zu billig. Aber gut, ne? Ist okay, würde ich so mitnehmen.